Hallöchen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von Until Dawn. Wir sind hier unterwegs mit Mike und Jess zur kleinen Hütte, die ein bisschen außerhalb der Lodge wohl liegt. Und ja, es ist definitiv keine gute Idee, denn der Mörder verfolgt uns bereits, wie wir eben gemerkt hatten, als er mal eben durch das Fenster hineingeschaut hat in diesen Generatorraum. Hast du das gehört? Da war irgendwas. Ja. Oh Gott, das hörte sich an wie der Schrei einer Frau. Das ist überhaupt nicht gut. Wie können die überhaupt noch weiterlaufen? Verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Jess! Oh. Fuck! Hey, Jessica! Ja, hey! Alles gut. Heilige Scheiße, du hast mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Okay, Jess, da ist eine Lore. Ich glaube, wenn du sie wegschiebst, kommst du vorbei. Gut. Okay, ich werde es probieren. Sie ist zu schwer. Okay, dann müssen wir runterkommen. Hey, also, Babe, siehst du den kleinen Spalt da? Zwischen Lore und Wand? Diesen witzig kleinen Spalt? Ja, vielleicht kannst du dich einfach, naja, durchschlängeln oder so in der Art. Deine Meinung über meine Figur gefällt mir wirklich, aber ich glaube, mit diesen Ladies geht das nicht. Oh, mit denen, klar. Okay. Kapiert. Ach, naja, da wird es schon ruhig. Wie wär's, wenn du mir die Lampe runterwirfst oder, naja, wie ein echter Held runterspringst und mir raushilfst? Du hast recht, das hätte ich direkt tun sollen. Okay, ganz ruhig. Ich komm zu dir. Beeil dich aber, bevor mich ein anderer sexy Muskelprotz... Oh, da war er! Hey, Adonis! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Ja, ich will nicht. Aber ich muss. Okay. Hilf mir schieben, hilf mir schieben! Also, wie wir beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Okay, ich habe mir das auch anders vorgestellt. Das ist gemein, dass der Killer immer hinter mir auftaucht und mich erschreckt. Was ist? Wieso bleibt sie stehen? Alles okay? Immer schön umschauen, ob wir irgendwo Totems auf dem Boden sehen. Oh, Kacke. Scheiße! Oh mein Gott, alles in Ordnung? Ja, bin okay. Gott, na von selbst ist das Ding ja wohl nicht losgefahren plötzlich, oder? Oh je. Ach nee, ich dachte, oder? Oh Himmel, hier empfange ich eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Verflixt, hier kann sind, was tun, glaube ich, zwei Wege, oder? Spar dir das für die Hütte, Poser. Oh Mann, da ist voll die lange Treppe. Ich weiß nicht genau, wo wir lang gehen sollen. Und was ist da rechts? Mensch, du stehst mir im Weg. Hey, geh doch mal da weg. Ich komme nicht an dir vorbei. Oh, meine Güte. So, jetzt habe ich es aber geschafft. Was ist denn hier hinten? Nicht, dass wir irgendwelche Hinweise verpassen. Die würde ich schon gerne finden. Ah, ich glaube, da glänzt was. Ah, okay, ein Totem. Oh nein. Glückstotem? Was war denn das nochmal gewesen? Glückstotem. Das ist, eine Prophezeiung des Glücks, das sah aber nicht besonders gut aus. Es sah aus, als wäre Jess irgendwo... Was? Hä? Was war denn? Okay, ich war anscheinend gerade zu doof. Ich habe nicht gesehen, was war. Wahrscheinlich ist hinter mir was passiert oder so.
Okay, Jess wird also scheinbar von dem bösen Killer entführt, fast nackt ausgezogen, sie war voller Blut und das ist dann ein Glückstotem. Das ist ja eine komische Auslegung. Aber gut, ich füge mich dem Spiel. Also eine Treppe nach oben ist ja schon mal gut. Aber es sieht hier irgendwie nicht so nett und einladend aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Ufa, oh nein. Oh! Zigarre. Schräger Ort, um gemütlich Zigarren zu rauchen. Ist frisch. Ist frisch, hat er gesagt? Ein ausgedrückter Zigarrenstummel. Sieht noch frisch aus. Es muss noch jemand auf dem Berg sein. Oh, oh. Das ist nicht gut. Mal schauen, ob sonst noch hier hinten was ist. Da. Wow. Das hier ist ja historisch. Oh, wie abgefahren. Ein mystisches Symbol. Das ist von Ureinwohnern, oder? Ich glaube nicht, dass die Bergarbeiter eine künstlerische Ader hatten. Nein. Nein, genau. Das ist wie eine Art Schrein oder sowas. Ein Schrein? Wofür? Mal gucken. Seltsame Symbole, die an die Wand der Mine gemalt wurden. Ihre Bedeutung ist unklar. Na gut, dann mal zurück. Ich muss vorbei. So. Alles klar? Ja, war knapp. Ziemlich gefährlich ist es hier. Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nicht. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Ja, das sollten wir auf jeden Fall. Hier ist so eine alte Maschine. Vielleicht ist da auf dem Schreibtisch was. Ja, da blinkt schon was. Das schaue ich mir doch mal an. Gefahrenkarte der Mine. Der Laden ist die reinste Bruchbude. Oh je, das ist echt gefährlich hier. Gefahrenkarte der Mine. Eine Karte mit Markierungen eines Bergbauingenieurs, die Statikmängel in der Mine zeigt. Offenbar wussten die Besitzer über das Einsturzrisiko Bescheid. Das ist nicht gut. Lass uns gehen, Jess. Schätzelchen. Oh Mann, hier passiert doch gleich wieder was. Ich ahne es schon. Es kündigt sich an, weil wir so langsam laufen. Aber ich könnte, glaube ich, auch schneller laufen. Aber ich weiß nicht, ob sie dann auch schneller läuft. Nee, sie läuft, glaube ich, nicht schnell. Ein kleiner Hoffnungsschimmer. Ah, wir sind draußen. Ich weiß noch nicht genau wo, aber... Das sieht doch gut aus. Ist das die Stelle, wo wir waren? Ich bin mir nicht ganz sicher. Sie entscheidet scheinbar, dass wir rechts lang gehen sollten. Was ist links? Ich guck nur mal eben. Ist das da ein Totem? Ugh. Verlusttotem. Das war, glaube ich, auch Jess. Und sie ist da so runtergefallen. Vielleicht war deswegen das andere Glück, weil sie da nicht runtergefallen ist, sondern da aufgewacht ist und dementsprechend noch am Leben war. Oh Mann. Es tut mir leid. Ich hoffe, ich kann einige retten. Kann ich mir das da anschauen? Nee, scheinbar nicht. Ah, da ist es ja schon. Schon ist gut. Haben einen kleinen Umweg durch die Mine gemacht, aber jetzt sind wir scheinbar an der Hütte angekommen. Jess läuft so langsam. Ich drücke nicht mal auf den Schnellknopf. Aber er läuft einfach schneller als sie. Sieh an, als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon ans weiße Haus. Warte, bis du die Lincoln Street siehst. Oh, hast du vor, mir den kleinen Präsidenten zu zeigen? Lust auf einen Flug mit der Air Force One? Okay, okay. Spaß dir für die Wahlkampfrede, Baby. Oh, ein Teleskop. Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken, ein Blick auf die Hütte. Oh. Wow. Alles klar? Was ist ich da? Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. Okay. Lass mal sehen. Was war das? Hä? War da überhaupt was? Nee, halt. Ich will noch mal gucken. Oder habe ich mich nur wegen dem Geräusch erschreckt? Aber irgendwas war da plötzlich. Aber was will sie denn gesehen haben?
sehe da wirklich nichts. Heimlich vom Eierpunsch genascht, Babe? Wir sind ganz allein hier. Möglich. Oh, ich hatte so eine Angst. Ich würde da dann nicht hinwollen. Hey, Jess? Mhm? Bleib dich bei mir, okay? Blackwood Pines. Am Brett steht, dass sich hier oben manchmal Braunbären rumtreiben. Oh, Michael, ich habe eine Mega-Idee. Was? Los, wir streichen einen Bären. Komm schon, bitte. Komm schon. Lassen wir das mit dem Bären streicheln. Blackwood Pines Gebirgsbewohner. Einmal der Mackenzie-Wolf, Canis lupus occidentalis. Dieses mächtige Raubtier, eine wahre Legende unter den Fleischfressern, greift Wapitis, Rentiere und alle verwundeten Tiere an, denen es begegnet. In Alberta ist die Jagd auf Wölfe auf Privatgrund gestattet. Glücklicherweise werden die Wolfbestände hier in Blackwood Pines stets unter Kontrolle gehalten. Grizzly Bear Ursus Arctos horribilis. Der Grizzly, ein Allesfresser mit ausgeprägter Vorliebe für Aas, ist generell nicht dafür bekannt, eine Mahlzeit zu verschmähen. Seine bevorzugte Nahrung ist Fisch, Lachs, Barsch, Forelle. Weshalb man in der Nähe von Flüssen oder Gebirgsbächen besonders häufig auf das Tier trifft. Obwohl Grizzlybären als extrem gefährlich gelten, sind Angriffe auf Menschen eher selten. Und der Rocky Mountain Wapiti, der Cervus canadensis nelsoni. Der prächtige Wapiti durchstreift diese Lande schon seit Tausenden von Jahren. Obwohl sie zumeist eher sanftmütige Geschöpfe sind, sind die dominanten Männchen, die Bullen, dafür bekannt, ihre Herden vehement gegen Eindringlinge zu verteidigen, was zu harten Auseinandersetzungen mit Kopfstößen und heftigen Angriffen führen kann. Also sind die ziemlich gefährlich, alle drei. Selbst die, von denen man das gar nicht so glauben würde, nämlich diese netten Hirschchen. Ach so, da muss man lang. Ich dachte eben, so geht's da nicht weiter. So. Et voilà, Madame. Okay, weiter geht's. Gott, ist das ein weiter Weg. Ich hätte mich echt geweigert. Ich hätte gesagt, nö, ich bleib hier in dem Haus. Ich habe keinen Bock auf den riesenlangen Weg. Durch die Kälte. Und gefährlich ist es auch noch mit den ganzen Tieren. Was ist? Wieso kommt diese Musik? Was ist jetzt schon wieder? Ah! So eine Taube. Oder ein Spatz. Ich habe auf den Paarungsruf geantwortet. Wow, du Flittchen. Ja, ich habe viel Liebe zu geben. Hat mich erschreckt. Das hat man gemerkt. So, weiter geht's. Über die Brücke. Das sieht aus, als könnte hier irgendwas passieren, aber es passiert nichts. Okay. Ich dachte, irgendwas stürzt ein und wir müssen schnell Quicktime-Event-mäßig was klicken. So, guck mal, ob auf dem Boden noch irgendwo so ein Totem liegt. Ah, da, Cabin. Verdammt, Josh. Hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Ach, echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Sei vorsichtig. Oh, buh! Angeberin. Hey, Mike. Du hast da was im Gesicht. Ah. Bam! Okay, okay. Wenn es das ist, was du willst. Ach, die will uns doch nur ärgern. Jess! Oh. Vielleicht doch nicht? Sammy! Was? Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Tja, ich wollte gerade in die Wanne. Oh! Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Ha, ha, ha! Komm schon. Okay, Josh, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Oh, verflixt, ist nur kalt, oder was? Das ist ja blöd.
Das war's dann wohl mit der... mit dem schönen Bad. Aber ich sag mal, ist jetzt auch nicht die Top-Priority, wenn man irgendwo ankommt, erstmal ein Bad zu nehmen. Was? Hä? Was war das? Was war denn da? Das verwirrt mich immer. Ich weiß nicht, ob das zur Hintergrundmusik gehört oder ob das ein Geräusch gewesen sein soll. Was ist das für ein Weg? Der war vorher noch nicht begehbar. Das sieht aus wie eines der Zimmer, wahrscheinlich von den Mädchen. Johan D. Smith, Tattoo-Künstler in Vancouver. 18. März 2013, 9.30 Uhr. Ah, das, der Schmetterling, wann das Tattoo gemacht wurde, bei Hannah. Das hat man in einer Szene ziemlich auffällig gesehen, dass sie das hatte am Oberarm. Ach, Sekunde, ich kann noch mal kurz gucken, ob es dazu noch eine weitere Info gibt. Hannah hatte einen Termin, um sich eine Tätowierung machen zu lassen. Sie hat ein Schmetterlingsmotiv ausgesucht. Ja, und das hat sie auch gehabt, auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Frohe Weihnachten 2010, Schwesterherz. Hab dich lieb, Josh. Was haben wir hier noch? Schauen wir uns mal um. Da ist nichts. Huch! Oh! Ah, sorry. Da unten ist scheinbar noch was. Was ist das? Hallo, das schreit ja förmlich nach Mike. Ja, stimmt. Hauptsächlich C. Oh, das wird nicht funktionieren. Er ist ein verrückter, waghalsiger und extrem gut aussehender Typ. Und du bleibst zu Hause und bestickst Kissen oder übst die G-Moll-Tonleiter am Klavier. Gib es auf. Oder tu etwas wirklich Verrücktes. Lauf von zu Hause weg. Lass dich tätowieren oder sowas ähnliches. Alles, was seine Aufmerksamkeit erregen könnte. Hey, du tust es für die Liebe, oder? Also tu es einfach. Oh, arme Hannah, die wollte mit allem einfach nur bei Mike landen. Ach so, ich wollte eigentlich den Hinweis nochmal haben. Da. Nur ob da noch was weiteres steht. Ein zerknülltes Quiz aus einer Zeitschrift. Offenbar war Hannah nicht glücklich über die Antwort, die sie bekommen hat. Das deutet auf ihren emotionalen Zustand in der Nacht hin, in der die Zwillinge verschwanden. Okay, ich glaube, wir haben hier alles untersucht. Außer, Sekunde, da ist noch was. Ich dachte, das wäre eine Reflexion. Liebe Hannah, es wäre klasse, wenn du dabei wärst bei meiner Mega-Party um 19 Uhr am 13.07.2013. Hier, Casa de Mike, bei mir zu Hause. Um Antwort wird gebeten. Hey, Hannah. Oh. Schwer verliebt. Mega verliebt. Sie wollte doch einfach nur Mikes Liebe gewinnen. Ah, da liegt noch was. Was haben wir da? Hannah, Josh und Beth, ihr seid eingeladen zu Sams Halloween-Party. 31. Oktober 2013. Kostüme sind Pflicht. Ih, das ist das Bild. Ach du Kacke. Das Bild vom Psychiater. Was hat das hier zu suchen? Da ist es. Eine Einladung zu einer Halloween-Party mit einem gruseligen Bild einer Vogelscheuche auf der anderen Seite. Ja, ist doch ihre eigene Einladungskarte, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, das war auf jeden Fall... ziemlich aufschlussreich. Wir haben einiges über Hannahs Faszination für Mike erfahren, auch wenn ich dieses nicht nachvollziehen kann persönlich. Oh, hier ist alles vollgestellt, da kommen wir nicht vorbei. Ich finde es ein ziemlicher Derp, aber egal. Über Geschmack lässt sich ja... Uch, die Einstellung ist unangenehm. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Oh, diese Masken. Okay, ich denke... Du schaffst das, Mann. Wir vertrauen auf dich. Ja, absolut. Wuhu! Auf geht's, Josh. Auf geht's. Okay, Lester Mulder, wisst ihr was? Ich weiß da was für euch zwei. Was? Okay, na, ich bin ziemlich sicher, irgendwo in dieser Irrenbude hatten wir mal ein Hexenbett. Die Dinger sind ein Witz, Mann. Totale Verarsche. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und... Ja. Hey, Josh, kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service, findest du nicht? Ja,
Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Er ist im Keller. Okay, ihr zwei, schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett. Chris, na los. Suchen wir es. Das wird wie eine Schnitzeljagd. Okay. Dann los. Cool. Ihr werdet es nicht bereuen. Ihr werdet es bereuen. Nein, mich zu begleiten. Okay, wohin geht's jetzt? Das habe ich gerade nicht mitbekommen. Ach so, es geht darum, das Wasser anzuschmeißen, ne? Das heißt Wasser? Ich glaube. Auf jeden Fall ist unten dafür schon mal die richtige Richtung, denke ich. Sie könnten sich ja beim Laufen mal unterhalten. Diese unangenehme Stille, ich weiß ja nicht. Na? Ich hänge ein bisschen. Da liegt noch was. Ach so. Hey, hast du gecheckt, dass ich Chris und Ash zusammen losgeschickt habe? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Die sind wirklich süß zusammen. Ich wünschte, sie würden endlich mal weitermachen. Im Ernst, die brauchen nur ein, irgendwas, das sie zusammenschweißt, wie ein traumatisches Erlebnis. Und schon legen sie sich in den Arm. Bei dem Tempo sind sie im Altersheim, bevor Chris mal in die Gänge kommt. Voll süß. Okay, dann gehen wir scheinbar da entlang. Um den Boiler anzuschmeißen. Vielen Dank. Weißt du, Sam... Ja, Josh? Ich wollte nur sagen... Was? Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass du da bist, Sam. Josh, wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Wir werden das zusammen durchstehen. Wir alle. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Boah, und tiefer hinab. Geh schön langsam. Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz allein. Wahrscheinlich sagt er das, weil die zerbrechlich sind oder so. Er wird das nicht ohne Grund sagen. Ufer, oh, das sieht nicht so angenehm hier unten aus. Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Weißt du? Es ist definitiv gruselig hier unten. Yep. Hier will man nicht unbedingt allein sein. Okay, kann ich irgendwie behilflich sein? Oh. Kann ich den mitnehmen? Das wäre super. Was macht der denn hier? Ist das deiner? Klar. Ja, ich habe früher immer mit Dad Baseball gespielt. Aber das war, bevor er keine Zeit mehr hatte, was mit mir zu machen. Ach, erzähl's deinem Friseur, stimmt's? Okay, mal sehen, was ich mit diesem alten Heißwassergerät anstellen kann. Wow, das scheint ja eben wichtig gewesen zu sein, was da passiert ist. Hier, kannst du mal halten? War das? Was war was? Hey, leuchte hier hin, damit ich sehe, was ich tue. Ich würde mich lieber um das Geräusch... Nein! Hey, halt mal die Lampe still, damit ich was sehe, okay? Okay, sorry, das war so unerwartet. Ich halte ja still. Nicht bewegen. Schlecht. Oh, geschafft. Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen. Hört sich kompliziert an. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. Oh. Yeah. Das war knapp.
könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Ach, Quatsch. Ich verarsch dich nur. Oh, du warst wirklich in Panik. Ich hatte keine Angst. Nein, nein. Du bist gehüpft, weil du schon mal üben wolltest fürs Aerobic. Sei mal kein Arschloch, okay? Ich bin überhaupt nicht gehüpft. Was ich gesagt habe war, was war das? Eine völlig normale Reaktion auf super gruseligen Krach in einem super gruseligen Keller. Okay, du hörst das doch auch, oder? Da würde ich aber wirklich sagen, Josh, das können die alten Rohre sein. Was? Der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Ich finde ihn nicht gleichmäßig. Naja, irgendwie schon. Wenn da ein Rohr kurz vor dem Platzen steht, oder ist es ein Problem mit dem Ofen? Unwahrscheinlich. Ist nur meine Meinung, aber ich würde nicht wollen, dass die Hütte hier abfackelt. Ja, klar. Okay. Oh, warte auf mich, lass mich nicht allein. Was? Sei nicht so ein Angsthase. Oh! Au! So ein Idiot, das ist doch einer von denen. Oh, komm schon, wieso ist der abgeschlossen? Damit keiner hier reinkommt. Hey. Was? Hey. Was zum Teufel? Boom. Ich hab dich erwischt. So ein Mistkerl. Was? Schönes Ding, der war gut. Nein, der war nicht gut. Was sollte das denn? Hier liegt überall dieser coole alte Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit etwa entgehen lassen sollen? Ist das dein Ernst? Wusstest du etwa Bescheid? Nein, das hätte ich aber gern. Das war so gut. Ich gebe zu, dass dein dummer kleiner Streich möglicherweise ein bisschen lustig war. Joke-Meister! Hey, ich sagte nichts von Witzen. Ich sagte Streich, der dumm war. Oh, scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht! Komm, du hast dir echt in die Hose Josh. Gemacht. Was in aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Boing! Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Mm. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Hm. Okay? Viel Spaß noch. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Okay. Das ist nicht gut. Ich finde das gruselig, mit diesen Brettern zu spielen. Ich glaube, ich würde das nicht machen. Huch, wieso sieht denn das jetzt so aus? Das ist super gruselig. Da. Widmen wir uns deinen Gefühlen für Menschen mit Angst vor Isolation, Einsamkeit. Hast du auch diese Furcht? Ja. Ist das wahr? Aber das zeigt sich nicht in der Art, wie du dein Spiel spielst, nicht wahr? Oh, ach so, okay. Ist das so? Das ist mir nicht aufgefallen. Und jetzt? Nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Wie gemein, da ist jetzt eine Spinne und eine Nadel und ich weiß nicht, was das andere noch war. Aber auf jeden Fall versucht er uns Angst zu machen. Ich schätze beides, aber dann würde ich wohl
Ehrlichkeit nehmen. Also, du sagst die Wahrheit. Auch wenn das unangenehme Folgen haben würde für einen Freund. Nee, das stimmt gar nicht. Und was ist mit Ehrlichkeit und Nächstenliebe? Das hatte ich ja nicht gemacht beim letzten Mal, erinnert ihr euch? Also, in der ersten Folge oder in der zweiten? In der zweiten. Solch ein großzügiger Charakter. Wie schön. Wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Wir sehen uns bald wieder. Oh Gott. Es war nur ein Spaß, Han. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Boom. Schmetterlingseffekt. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenschutz... Hört auf! Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Hast du das gehört? Was in aller Welt hast du da an? Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Was ist mit Jess? Hier steht drin, zum Kommunizieren mit der Geisterwelt müssen sie ihren Verstand befreien, von allen Vorurteilen lösen, alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Oh, ich bin todernst. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. In Ordnung. Mal sehen, was passiert. Ashley, du als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein. Oh Gott. Nein, ich will nicht. Ich will dieses Spiel nicht spielen, aber ich werde gezwungen. Aber ich würde sagen, wir werden erst in der nächsten Folge von Until Dawn dazu gezwungen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.